Hallöchen, grüß Gott, moin moin und servus zu Aufnahme XY ungelöst. Und mit dabei, wir hatten ja Probleme beim letzten Mal, weil ich war an der Wand und Binat wollte den Gegner alleine schaffen, aber es hat es nicht hinbekommen. Und wir haben jetzt nach einer kurzen Pause wieder neu angefangen und wie ich schon gesagt habe, Binat ist dabei. Hallo Binat. Hallo, wir sind in the final countdown. Ja, es kann sein, dass es nochmal 40 Parts werden, weil ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch geht mit dem Endgegner, aber wir haben jetzt ein bisschen weiter vorher angefangen, weil ich Dödel wieder mal nicht richtig gespeichert habe und so. Haben ein bisschen was gefunden, aber ja. Gut, wir sind jetzt hier und ich muss erstmal was essen. Und dieses Mal triggert der liebe Strumpf jetzt das, damit er das auch mal hat, damit ihr das auch bei ihm sehen könnt, weil das letzte Mal wurde das nämlich nur bei mir angezeigt. Und jetzt dieses Mal. So, und los geht's. Geht es. So, wir sehen, wie Strumpf Timmy holt. Naja. Oh mein Gott. Man schaut doch super aus mit der Mutantenausrüstung am Arm. Du siehst sowieso wild aus, Strumpf. Das Geräusch ist auch wunderschön hier. So, jetzt immer Strumpf, wie er sein Kind trägt, hinlegt. Oh, das Spielzeug. Irgendwas auf die Brust legt, das haben wir nicht gesehen. Der Roboter. Okay. Oh. Ach Mensch, jetzt streichelt er jemand die Stirn. Och Mann. Jetzt dockt er ihn an. Hoppala, ich stehe im Weg. Connected. Ja, ich glaube, da muss jemand rein. Ja. Da muss jemand rein. Damit es weitergeht. Neuer Eintrag, To-Do-Liste. Warte mal, ich schau mal ganz kurz, weil wir haben es ja, wie gesagt, das letzte Mal nicht gesehen. Wo sind die To-Do? Da, To-Do-Liste. Heraufzuklettern habe ich offen. Weiter. Wahrscheinlich weiter neu, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe dieses Spiel nicht immer. Finde Timmy. Ich glaube, wir haben einfach Finde Timmy abgeschlossen. Ah, okay. Gut, dann geht's, glaube ich, jetzt bei Sahara weiter, oder? Ja, hier. Guck mal, der da hinten, der ist auch schön hier. Umarmt er sich selber? Sind es mehr? Nein, stopp. Ganz ehrlich, schau dir mal an. Woran denkst du? Der spielt Versteck mit jemand anderem und sagt jetzt 1, 2 und bei 100 dreht er sich um. Ach so, okay. Ich höre schon wieder. Geht's dadurch? Nee. Ach, da sind wieder so wilde. Schau, hier sind so die roten Fußtöpfchen. Töpfchen. Die Frage ist, ist da was drin oder gehen wir gleich durch? Aber wir haben echt nicht viel. Wir sind wirklich mau. Wo ist denn der? Geht's eigentlich hier auch noch lang? Hier geht's auch noch lang. Strumpf, waren wir das letzte Mal hier? Ich kann mich schon gar nicht dran erinnern. Oh Gott! Oh Gott. Achtung! Aber da geht's Achtung, auch. Die kommen. Achtung! Ja, ich sehe schon. Ich aber geh mal durch. Ich komm nicht! Boah! Danke. Oh, warte. Komm mit dir. Nein! Oh nee. Von der Seite. Das sind nämlich geile Glastüren, da kann man nicht durch. Ja, genau. Das sind die transparenten. Oh. Von Villaroy und Bosch.
Da, schaut. Die sind nicht mega, diese Türen. Ne? Man kommt nicht durch. Aber ist er umgefallen? Nee. Das wäre sogar durch die Wand gegangen. Echt? Nein, nee, der ist gerade weg, der ist gerade weg. Warte, 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 komm gerade. Warte, warte, nein, noch nicht. Ja, komm her. Da, komm, da ist der Pfeil. Schau, da, guck. Guck her. Warte mal, kurz aufmachen. So, gleich wieder zu. Aufmachen, gleich wieder zu. Aufmachen, gleich wieder zu. Na, komm her. Was sind denn zwei noch, die da stehen? Ich dachte, eine wäre vielleicht ja, jetzt ja. umgefallen, aber... Nee, 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 nee. Jetzt auch. Das ist Pro-Gaming. Ja, extra klasse. Jetzt schnaufen sie erstmal durch. Ist da einer? Die haben einfach die Magic-Waffen, wisst ihr? Die können einfach durch alles durch. Der kleine Holzstab. Ja, komm mal her. Durch die Wand, durch die Wand, durch die Wand. Ah, Mist, der ist weg. Jetzt. Einmal haben wir nochmal erwischt. Ja, es wird ein super Part. Ihr seht schon, ja. Action wird groß geschrieben bei uns. Ja, wir müssen ein bisschen haushalten mit unseren Reserven. Wir haben nämlich keine. Ja, richtig, aber wenn ich wieder in die Wand falle, dann muss ja Bienen hat alles machen. Ich hoffe, dass jetzt. Es diese... Stich, stich. Noch, jawohl, einer ist down. Wir machen jetzt mal Pro-Gaming. So, ich würde nämlich den Raum dahin angucken. Nee, da wollte ich noch gucken. Waren wir da das letzte Mal? Ja, müssen wir da durch? Hier? Ja, wir mal gucken, vielleicht ist da ja noch was. Vielleicht ist da noch die Mega-Waffe und wir wussten nichts davon. Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee. Ja, okay. So. Weiß ich nicht, man muss vielleicht mal gucken. Nee, alles angucken, ne? Ja, in den Raum, wo du gerade, das kann schon sein. Nee, auf den Sessel möchte ich mich nicht setzen. Weil ich mich nicht dran erinnern kann, ob wir da durchgegangen sind, deswegen... Hier sind Münzen, wenn du Münzen brauchst. Ja, auf dann kann ich nochmal Schneckis kaufen. Richtig. Ich bin reich. Wir können eigentlich wieder gehen. Was ist das? Ach, Getränk. Oh, hier ist voll viel Geld. Leute, ich bin reich. Money, money, money. Funny in the rich man's world. Da geht's auch weiter. Ich ernähre mich nur noch von Riegeln. Ja, wie im richtigen Leben mache ich's auch. Also, es ist kein Unterschied zwischen... Kann ich mehr tragen. Okay. Strumpf ist schon vorgeflitzelt. Weg was ist er. Was ist das denn? Schaut es aus, hä? Ich schau mal kurz da hinten, ob da was ist. Nee. Da steht ein Alkohol. Da steht ein Alkohol. Alkohol, Eau de Toilette, Haarshampoo und Nagelfett. Oh Gott. Da ist oh, was ist denn das? Oh, da nochmal zweimal, dreimal Alkohol. Was ist denn das? Viermal. Noch mal. Was ist das? Fünfmal Alkohol hier. Was? Ich komme auch gleich. Ich muss nochmal. Oh Gott. Ja, komm doch mal her, Mensch. Vor lauter Euphorie. Warte mal. Was brauche ich jetzt noch? Ein Klebeband. Nehmen wir nochmal einen Sprengstoff. Müssen wir schnell aufrüsten. Oh. Ja, genau, an dem Tisch. Oh. So, wir machen auch gleich weiter. Wir brauchen für Sprengstoff. Warte mal, ich mache jetzt nochmal einen Molotow-Cocktail. Zick, zick, zack. Machen wir schon mal 1, 2, 3, 4 Molotow-Cocktail. Ich mache noch einen. 5 Molotow-Cocktail. Dann, oh Gott, die Armbanduhr. Habe ich noch eine? Ja, ich habe noch eine Armbanduhr. Das hier, Alkohol, Klebeband. Was noch? Münzen. So, Leute, jetzt aber. So, jetzt haben wir 4 Sprengstoff. Ich mache noch einen Sprengstoff. Alkohol. Ich habe jetzt... Münzen. Sieht man das irgendwo? Nee, na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Molotow-Cocktails. 4 Sprengstoffe. Habe ich die Armband? Ich habe eine Armband nur noch.
die Armbanduhr zu erwischen ist schon gut. Jawohl, ich habe jetzt 5 Sprengstoff und ich mache mit den letzten 2 Mal noch Molotow-Cocktails. Warte mal, die Leuchtfackeln kombinieren mit was denn? Mit was kann man die jetzt? Hä? Ach, das ist, kann man da vorne und da lang gehen. Strumpf, das war hinten oder vorne rum. Okay. Aber hier ist auch noch mal was. Strümpfchen. Warte, ich komme. Ja. Komm, ich habe gerade gebaut. Wo bist du denn? Ah, da hinten. Warte, ich komme. Stoff. Medikamente. Haben wir ja genug. Was ist das? Stoff. Leiterplatte war noch eine da. Ah, okay. Ich glaube, ich habe genug, ja. Leiterplatte. Hier jede Menge Medizin. Allein das ist schon ein Indiz, dass es echt kacke werden wird. Ja. Geld? Das habe ich schon. Da habe ich gesagt, Money. Strümpfchen, ich glaube, hier können wir schlafen. Können wir dann auch speichern, wenn wir da schlafen können? Wo willst du denn schlafen? Ja, ich lege mir jetzt auf diese Liege hier. Oh, cool, Z, ja. Lass uns aber speichern kann zusammen ich. Zusammen auf der, weiß ich nicht, ob das dann, egal. Ich weiß es nicht, ich habe nur schlafen. C hat er mir nicht hingezeigt. Oh, jetzt habe ich aber Hunger. Nur nochmal Schneckis essen. Wow, ja, Gott sei Dank. Also ich könnte noch ein paar Schneckis kaufen, ne? Ja, komm, ich habe jetzt welche gegessen. Dann gehen wir nochmal Schneckis kaufen. Und hier ist doch noch ein Wasserspender. Kann ich noch was trinken? Trinken Kaffee. Ach nee, der war da vorne, ne? Wieso steht jetzt hier ein Stuhl? Naja. Ich klaue einfach dem Strumpf seine Snacks. Ist aber... Habe ich die jetzt genommen oder nicht? Ich weiß. Da darfst du nehmen. Habe ich. Unglaublich. Boah, weißt du, was geil wäre, so noch so ein Feuer machen, dass wir diese. Oh, hier, egal. Wo müssen wir jetzt hin? Hier. Ja, okay, so, können wir nochmal speichern? Nee, ne? Ah, guck mal, hier ist noch ein Bild. Ja, das habe ich schon. Daddy. Ach so. So, was haben wir hier? So, liebe Leute. Haut's mich jetzt wieder raus. Jetzt gehst du mal vor. Du gehst vor. Ich möchte nicht wieder. Ja, da war das. Ich möchte nicht wieder in die Wand. Warte, ist da was drin? Nee. Geh vor. Hallöchen. Moin, moin. Hier sind wir. Da sind wir dabei. Das ist prima. Aufnahme findet statt. Morgen beginnt nämlich die Zeit, wo das Lied sehr gut dazu passt. Was? Morgen beginnt die Zeit? 11.11. aber 11.11. Ach. Habe ich verdrängt. Ach, verdrängt hast du das? Ja, also ich habe vergessen, dass Fasching ist. Ich habe nur an St. Martin gedacht. Ja, für die einen ist es der Faschingsanfang, für Wienert ist es St. Martin. Ja, da gibt es leckere Rosinenbrötchen. Kann man da eigentlich drüber laufen? Ja. Nicht, dass da hinten in den Ecken noch was ist. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, hier ist nichts mehr, außer das Elend. Und du willst das bloß hinauszögern. Ja, das sowieso, weil ich ja wieder Angst habe, in der Wand zu landen. Ja, vielleicht lande ich ja jetzt auch in der Wand. Kann man noch vorbeigehen? Die macht erstmal. Oh, nee. Doch. Bin schon drin. Jetzt ist er getriggert, so, weil man gesehen, wie er zurückgeslidet ist. Ja, richtig. Der Moonwalk auf seitlicher Basis. Ich bleib mal hier, dass ich notfalls gleich wieder wegrennen kann, wenn ich nicht gleich weggegisselt. Ja, genau. Aber noch bin ich hinter dir. Oh, schön. Was hast du nur gegessen? Rote Beete? Ja, Rote Beete-Salat. Weißt du noch, ab wann du nach hinten gezogen wurdest? Ich war da schon weg. Ah, okay. Gut, na dann scheint es diesmal zu funktionieren. Oh Gott, ich glaube, hier geht's nicht gut. Ja, geh mal weg da. Weil ich kann ja nicht, wie das kannst. Oh Gott. Ich zeig's euch mal. Ach du Sch... Der Baum des Lebens? Mhm, ja, das ist der Baum des Lebens. Boah, die arme Kleine. Ich renn mal weg.
Strumpf? Ich glaube in die falsche Richtung. Ich will da weg. Oh Gott. Das ist ja riesig. Ja. Kommen wir da durch die Tür? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir hauen wieder ab. So, schön war's. Ich spiele es nicht so kalt. Kannst du vergessen? Ja? Da war es an der Wand schöner. Ach komm, wir machen wieder hier unseren... Ja, kommt wenn er herkommt. Keine Ahnung. Können wir schon mal irgendwas schmeißen, aber ich weiß nicht, ob man das trifft bis da hinten. Du stehst vor einer geschlossenen Tür übrigens. Ich komme nicht raus. Strumpf, einer muss immer da. Ja, mach halt! Warte mal, Waffe wechseln. Ich nehme mal einen Bogen. Ich versuch mal. Lass mich erst mal. Ja. Alter, wie eine Rage! Alter! Sind das lange Arme. Hab ihn! Ja, geil. Ich stehe jetzt hier mit meinem Molotow-Cocktail. Kann ich den da hinschmeißen? Meinst du, dann passiert was? Probier's, da brennt noch. Hat die da was verloren? Ach nee, guck mal, da liegt ein Pfeil, den kannst du wieder aufsammeln. Strumpf. Oh, cool. Wir dürfen nur keine Ressourcen. Der ist wieder ganz hinten. Warte mal, bleib du an der Tür stehen. Wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Na vorne, ganz vorne. Ist abgehauen. Ich sehe den nicht. Du hast Molotow-Cocktail. Vorne! Warte, ich hol ihn her. Ach, da! Jetzt! Uschi, komm mal her! Oh Gott, das sind Babys! Oh, echt? Ja, ja, am Boden. Warte. Andere Waffe shit, für die Babys. Oh shit, das geht schon wieder nicht auf. Jetzt. Auch eine Waffe für die Babys. Ja, vielleicht kann ich ja da die Molotow-Cocktail dann hinschmeißen. Ja, aber nicht auf die Babys. Schau mal das Viech an. Das ist kein Bonsai-Bäumchen! Der ist dann super schnell, ne? Also das wird, weiß ich nicht, ob ich das mit meinem Cocktail hier was wird. Warte, ich will das Baby erstmal down machen. Da kommt's, Baby. So, Baby ist down. Warte, ich versuch mal. Das nennen wir den Pro-Gamer-Endkampf, was wir jetzt hier gerade machen. Bleib du bei der Tür? Ja. Hier, Borscht, Wodka. Der gute Borscht, Wodka. Achtung, da vorne sind anscheinend wieder Babys. Achtung. Hab ich ihn getroffen? Ja, komm. Oh. Ich hänge. Alter, boah. Was hat der für eine Rage? Ist wieder weg? Ja. Wieder weg, ich würde halt gerne meinen Cocktail weglegen, weil ich glaube, das bringt gar nichts. Ja, dann geh du mal rein. Doch, du musst hinrennen, vielleicht reinschmeißen und dann wieder herrennen. Ich bleib an der Tür stehen. Okay. Der hat halt nicht so eine weite Range, ne? Es könnte sein, dass jetzt auch... Oh, da sind die ganzen Babys. Also tut mir leid, ich tue das jetzt doch mal hier. Weil ich glaube, das mit dem Bogen ist viel besser. Der kommt nicht. Aber ich muss den wieder so treffen wie vorher, weil dann können wir den Pfeil vielleicht behalten. Ja, das warte, ist kommt vielleicht, wieder. Ne? Hast du einen Pfeil vorbereitet? Warte, dann ja. Locke ich ihn mal her. Vielleicht mit der Taschenlampe. Oder Feuerzeug. Heals of Earth, make it a better place. Uah! Hast du ihn? Ja. Wow. Und mein Pfeil liegt da, sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Das ist jetzt unsere Taktik, das machen wir jetzt einfach. Das wird jetzt die Mega-Taktik. Boah, jetzt kommen vier Babys. Naja, bis die hier angeschlubbert kommen, die können wir dann noch... Kannst du dann noch aufspießen? Ich mach schon mal meinen Brandpfeil wieder, falls sie wieder kommt. Aber die Melodie hätte sie auch noch ein bisschen lauter machen können, ne? Ja, ich auch, die ist dezent leise. Hast du Brandpfeil? Ja.
Also, verkommt. Du kannst durch die Tür schießen. Jawohl. Ja, ja. Ich wollte nur aus dieser Range, falls... Hey, wir sind so mutig und so cool. Ja, voll gut. So voll. Also, wir haben voll den Skill. Ist mir jetzt egal, ey. Ich habe hier so gelitten bei Forrest. Die Babys sind tot. Ich glaube, weil er gebrannt hat. Ja. Na, perfekt. Schnell. Pass auf. Nee, der kommt nicht. Der kommt noch nicht. Du weißt, das Ding ist... Flutzi-flutzi. Ich glaube, wir kann doch diese Bomben auch hinlegen und erst später zünden. Aber ich weiß nicht, ich habe nie so richtig gecheckt, wie das funktioniert. Ach so, stimmt. Wir haben ja Sprengstoff. Warte mal. Ja. Ausrüsten. Probier's halt einfach mal, einen irgendwie da vorne dann hin zu deponieren und den, glaube ich, muss man dann nochmal separat zünden, aber ich weiß nicht, wie genau das geht. Ich will halt, dass der herkommt wenigstens. Achtung, der kommt bestimmt gleich. Nee, ja, ich hoff's. Der spuckt gerade Babys aus. Ich häng! Ich komm nicht... Oh. Hab ich ihn erwischt? Das war ja, der liegt! Schnell! Jawohl! Alter, sind wir gut. Okay, einen Pfeil habe ich jetzt verschwendet, aber egal. Alles gut, wir sind so gut. Da ist er! Oh, nein. Der ging daneben, oder? Oh Gott! Doch, ich habe ihn noch erwischt. Achtung! Also Baby, oh, du brennst. Ich brenne. Wie meint es aus? Ich weiß nicht, ich kann jetzt. Da sind Babys vor der Tür. Ich muss mal ganz kurz was essen. Ich habe jetzt auch noch ausgerechnet jetzt Hunger. Na, halt doch die Klappe. Wie viele Pfeile habe ich noch? Ah, ich habe noch jede welche, Menge. Die ich noch. Gott, noch? Da sind hinter der Tür zwei Babys. Rotzfrech. Wo? Ach, da. Achtung. Die ist schon wieder im. Ah, jetzt ist er abge. Da kommt gleich noch ein Baby. Jetzt. Brennt. Achtung, die ist doch da. Weg. Alter, wie Babys sind denn das? Ich hänge. Achtung, das lebt noch. Ich kann mich... Oh Gott. Oh, meine Never echt. Babys sind down. Aber wir sehen überhaupt nicht, ne, ob die so einen Ticker hat, wann die mal endlich stirbt. Das stimmt, ja. Wahrscheinlich machen wir das jetzt eine Stunde. Ja, naja, Leute, viel Spaß. Ja, und genießt die Musik. Okay, der kommt gerade her. Ich bin leider auf die falsche Richtung gegangen. Warte, ich mach grad einen Pfeil an. Achtung, meiner liegt da noch. Ab, Schrumpf, du brennst. Ich muss wieder rüber. Oh, Mist. Schrumpf, wir müssen immer. Du bist auf der anderen Seite, weil sonst tun wir uns selber anzünden. Ich würde gerne Sprengstoff hernehmen. Sind sie weggeblubbt, die Babys. Achtung!
Vorsicht! Und? Oh Gott! Wieso zweimal, hä? Hast du auch einen geschmissen? Nee, ich hab gar nichts geschmissen. Da ist irgendein Molotow-Cocktail lag da, aber ich hab gar nichts gemacht. Nee, ich hab ne Bombe. Aber durch die Tür geht die Bombe nicht. Achtung! Kind! Oh Gott! Kannst du wechseln? So, ich muss die Bombe also vor die Tür werfen. Okay. Geht nicht anders. Also er muss herkommen, dann schmeiße ich die Bombe und dann kannst du danach noch Feuer rein. Und nicht auf mich schießen, ich will nicht mit nochmal brennen. Nee, du, das Blöde ist, da liegt am Boden immer noch der brennende Pfeil und du rennst dann immer in den Pfeil rein so, und fängst dann das Brennen an. Ist die Tür offen? Ja. Gott. Kommt ihr mal? Na, die spuckt wieder Babys aus. Was denn jetzt? Boah, voll erwischt. Oh Gott, die hat hier sogar die Kisten erwischt. Hat die Bombe irgendwas gemacht? Nee, hast du nochmal gedrückt? Weil ich glaube, man muss da nochmal drücken dann, oder? Oh, super. Weil die blinkt ja so, ne? Ja, ja. Und ich glaube, du musst da nochmal drücken. Also zweimal drücken. Wenn die liegt oder so. Zum Zünden. Oh, Santa Maria Lucia. Das wird was Längeres. Ich muss wahrscheinlich mal einen Zwischencut machen. Wird das Finale auf mehrere Folgen aufgeteilt? Ja, wir ziehen einfach durch, aber dann gibt's halt ohne Begrüßung. Okay. Weil... Pass auf, komm wieder. Brennt wieder. Wieder weg. Achtung, ein Fall für dich, einer für mich. Das wir Babys. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, weil keine Ahnung, ob die Brandpfeile dem Ding überhaupt was machen. Ich weiß auch nicht. Bestimmt. Come on. Aha, schon erwischt. Gut. Ich muss mal kurz was trinken. Willst du es nochmal mit einer, einer Bombe? Ich hab bloß noch eine. Ich hab ja dann auch noch welche. Ich kann's probieren, ja. Da mach ich's da mal. Warte, Babys, die will ich jetzt nicht. Du darfst jetzt mal austesten, wie das funktioniert mit der Bombe und dann mach ich's, Ja, vorher da, Baby. Ach so. Warte. Wo ist er denn? Ich seh die immer nicht. Boah! Ich drück! Ja, dann erwischst mich! Keine Ahnung, ich hab fünfmal drücken müssen, bis er nicht mal. Hä? Oh, die ist durch die Tür! Achtung! Oh. Das Baby. Ist das tot? Ja. Da kommen noch welche. Achtung, da ist noch eins. Das springt gleich wahrscheinlich. Mutti kommt. Das ist nicht Mutti, die ist Bekloppi. Die große Mutti.
Jetzt. Ey, wieso erwischt ihr mich immer? Huch, wo ist denn jetzt mein Pfeil hin? Achtung, ach so, ist so Trumpf, der ist, den hat sie irgendwie abgewendet. Wieder bei mir? Och, Mensch. Ja, die hat den abge... Ich hab bald keine Medizin mehr. Wir müssen vielleicht nochmal in den Schraum, da waren doch welche, wenn das geht. Vielleicht kann man nochmal zurück. Der Strumpf ist voll mutig, wo rennst du denn hin? Schnell! Keine Ahnung, ob es erwischt hab. Ja, sie brennt. Und sie kommt aber. Oh! Ich nehme mal einen Molotow-Cocktail. Pass auf, pass auf, pass auf! Jawohl. Achtung, da vorne liegt der brennende Fall, ne? Ich hab ihn weg. Wir müssen uns da echt ein bisschen aufteilen, dass du mehr links bleibst warte, und ich rechts. Ich versuche jetzt Molotow-Cocktail bei der. Entschuldigung, dass ich sie sage, aber es war ein Mädel. Die Range ist halt nicht so weit von denen. Aber sie brennt, du hast ihn erwischt. Und jetzt komm, 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 komm. Schnell. Die kommt durch. Bin durch, komplett. Boah, der Pfeil ist hier hingeflogen. Oh, sorry. Ja, die schafft es immer ja, mit ihren Tentakelarmen, den. Aber sie hat gebrannt. Sie hat gebrannt. So, ich glaube, die Taktik ist nicht schlecht. Ich hoffe halt, es macht auch Schaden bei der, aber. Ich hab keine Ahnung. Also wenn wir nach 5 Stunden noch immer hier hocken, dann vielleicht ja, müssen dann wir die Taktik überdenken. Nichts gebracht hat. Strumpf, komm! Schnell! Boah, ich war weit weg! Ich schnell. War weit! Ich war weit! Schnell! Ich lauf doch! Oh. Schnell! Bin durch! Ich glaube, ich habe sie nicht erwischt. Wieder zurück. Okay, nächster Versuch. Jetzt geht die Tür nicht mehr auf. Ah ja, ah jetzt. Musst du ein bisschen weiter weg. Achtung, das sind noch Babys, die zu dir kommen, oh. Ne? Seitlich. Oh, cool. Oh Gott. Strumpf, komm! Oh, was war denn das? Keine Ahnung, was hat da so gekracht? Ich weiß nicht, irgendwas hat voll krass hier irgendwie das ganze Ding war erhellt, als wäre da unten irgendwas gewesen. Jawoll, wieder getroffen. Oh, ich habe einen normalen Pfeil, oder? Oh, ich habe keine Brandpfeile mehr. Die werden doch, dann so zu normalen Pfeilen. Ah. Ich habe keine Brandpfeile mehr, Strumpf. Okay, ich schon noch. Wir müssen jetzt die Taktik ändern. Oh Gott, mich voll erwischt. Warte, warte, lass mich durch. Oh Gott. Hast du noch? Hast du vielleicht auch noch Kräuter, noch wo du Medizin. Zum Heilen nee, ich habe noch 2 Medizin. Alles gut. Muss ein bisschen warten, bis es aufgeladen hat. Ich warte jetzt mal kurz, bis das Baby herrobbt. Und dann versuche ich das mal mit den Sprengfallen. Ich weiß halt nicht genau, wie man die benutzt. Er kommt, 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 er kommt, kommt, kommt! Oh shit, den habe ich nicht gesehen. Hast du Brandpfeile, Strumpf? Ich habe keine mehr. Ja, ja. Irgendwie den Eindruck, die bringen nichts.
Wie werfe ich denn das Ding nochmal? Ach so, da. Linke Maustaste. Und dann muss ich nochmal links drücken? Oder ich hab einmal, dann hat es geworfen, dann habe ich, glaube ich, 4, 5 Mal drücken müssen, bis es abgegangen ist und dann hat es mich nach hinten gehauen. Okay. Kommt. Oh shit, das hat er irgendwo. Ich häng. Fuck. Oh nein! Entschuldigung, geh weg da! Schrumpf, geh warum weg! Ist sie tot? Oh, warum ist sie tot? Ey, ist sie du tot? Schmeißt auf mich? Ja, sie ist tot und du schmeißt auf mich? Aber was stimmt mit dir nicht? Der ist nach vorne abgeprallt. Ich hab nicht gesehen, dass der hat es anscheinend nicht geschmissen, oder? Es ist down! Das hab ich doch erwischt? Oh mein ich hab einen Brandpfeil drauf. Aber die ist so zerfetzt. Hat vielleicht die Bombe sie doch erwischt? Dann wir werden es in der Aufnahme sehen. Ach, keine Ahnung. Babys, reg mich auf hier. Ah ja, Achtung, ist hinter dir. Oh Gott, wir haben es geschafft. Ein epischer Kampf. Wer hätte das gedacht? Down. So, dann nimm mal mit und pack die da rein. Oh Gott, Leute. Ich bin voll leid. Unbelievable. Nein, wir sind voll die Pro-Gamer. Wo ist denn hin? Da vorne lang. Oh, beim ersten Mal hätte ich nicht gedacht. Oh, hängen geblieben. Okay, wir haben vielleicht. Aber ohne Brandpfeil oder so schaffst du das nie. Nee. Ich war echt froh, dass wir da jetzt welche noch hatten. Da. So, jetzt schauen wir mal zu, wie der Strumpf das macht. Ob der das richtig macht. Oh. Live-Sample, was? Da kam irgendwas, die hat irgendwas fallen lassen. Kannst du das sehen mit E? Drück du erstmal. Was ist das? Das ist eine Keycard. Ach Gott. Okay, hier. Dann machen wir doch jetzt vielleicht hier mal eine Abmoderation, oder? Ja, warte. Ja, wir können auch speichern, das ist ja ein Bett. Wo war denn das Bett? Ja, ich weiß nicht, ob das Speichern ist. Das war hinten wieder vor dem Endgegner. Ja, da gehe ich hin, wenn ich es finde. Ja, Strumpf geht hin. Wo denn? Ja, nee, hinten, wo der Endgegner war. Ja, wo waren das? Ja, da wieder durch. Alles zurück, was wir gerade gelaufen sind. Okay, gut. Strumpf ist ganz verwirrt jetzt hier. Vielleicht geht's auch nur noch 5 Minuten, aber dann können wir es wieder ranschneiden. Ist auch egal. Ja, ich schneide so gern, ja. Warte. Z, ja, man kann. Ja, dann schlafen wir mal kurz. Wenn wir jetzt wieder Hunger haben, dann müssen wir jetzt mal kurz was essen und trinken. Richtig. Kein Thema, ich habe noch Snacks und Geld haben wir auch zum Einkaufen. Super. Gut, dann haben wir jetzt. Ich weiß gar nicht, kommt da noch ein Gegner? Ich weiß es echt nicht. Aber wir werden sehen, das war jetzt ein epischer Kampf. Den haben wir mit viel Mut überstanden und es war einfach nur traumhaft. Und ja. Also ich finde, da kann man schon mal uns auf die Schulter klopfen. Also da könnt ihr ruhig mal lobend in den Kommentaren erwähnen, was für einen unglaublichen Skill wir haben. Richtig. Finde ich schon. Und wer rausfindet, wer jetzt das Dingens getötet hat, ob es mein Brandpfeil war oder das Dynamit, was auch mich weggefetzt hat. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Genau. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Und ja, Sie können weitermachen. Danke. Danke für eure Zeit und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Tschüss.